Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slice and the Creeds. Ihr wollt mehr sehen und dazu das Blazinger passen, dann abonniert meinen Kanal. Es ist mal wieder soweit. So, wir gucken mal hier hoch. Was gibt es denn da noch Tolles, was wir hier tun könnten? Irgendwas Spannendes. Uninteressant. Dann machen wir hier halt ein Verwaltungsbüro rein, solange es nichts Spannendes mehr gibt. So, wie schaut's hier unten aus? Ist Generator-Welt. Ist noch alles cool. Und wir machen hier, ja. Hier, Gießerei, Generator, bauen wir hier. Gießerei. Und hier unten. Ach, das ist hier oben bei denen. Armee. Können wir da rekrutieren? Psioni-Armee. Probieren wir mal so. Wir verkaufen mal einen Schwung wieder. Bum, bum. 5000. Noch was. Und kaufen das dann natürlich wieder dicke ein. Und sagen, Flottenmanager, wir wollen alles verstärken. Hier ein bisschen was und da ein bisschen was. So. So machen wir's. Wir pochen hier drauf, dass wir die Base hier weiter ausbauen. Ja, die kommen wieder, ich weiß. Unterwegs. Fliegen hier hintere. Ansonsten ist alles cool. Ja. Ja, das ist der hier oben. Hier müssen wir den Stufen mal herab. Yes. So machen wir's. Vollgas geben. Technologie. Passt alles. Schiffsdesigner sind wir, denke ich, alle gut. So. Alle gut dabei. Ja. Yes. Sehr gut. So, Verstärkung ist im Transit unterwegs. Die wissen wieder nicht, was sie tun sollen. So, und hier oben gibt ihr mehr Leistungen. Hier oben. Demonvitieren dem alles. Das braucht er alles nicht. Dann stufen wir die herab. Hat die hier nämlich nichts. Soll ich hier reingehen, Mensch? Was ist denn da so schwer dran? Okay. So, ist er. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. So, gebaut. Wächst rückgängig, das ist sehr gut. Die wachsen. Ansonsten weiß ich noch nicht, was wir hier mit dem hier machen. Können hier wieder ein bisschen Schabernack machen. Das können wir machen. Dem können wir hier reinfliegen und die nehmen wir hinterher. So, du bekommst einen neuen Anführer, einen, den wir nicht brauchen. Den hier zum Beispiel. Kann ich mit dem irgendwas machen? Sehr gut. Der weiß auch noch nicht, was er
Doch, der pisst weg. So, und dann verbessern wir danach. So, Gorilla erlangt Eigenschaft. Sehr gut, Buchwissen. Und der ist einfach nur Level up. Top. So, was haben wir hier denn? Gisarai. Gisarai. So, sieht alles gut aus. Yes, yes. Kristall hier. Kristall hier. Ansonsten. Ja. Passt das? Yes, ansonsten passt das hier. Jo. Gut. A hostile station has been engaged. Gut. Sag bloß, die Station ist wieder ein bisschen. Die Station ist stärker als ich, ne? Das wäre wieder ultra witzig. Okay, dann ziehen wir vor. Wir nehmen dich hier. So, ein Traum. Takt hergestellt. Ah, Händler. Gut, das haben wir. Wir nehmen die Kapazität. So, die tun mit Kinetik rumspielen. Flottenmanager. So, das Hangarschiff ist noch im Bau. So, jetzt kann man Armee landen. Das ist gut. Fliegen wir mit dir einfach weiter. So, und die Schlachtkräuter, ah, die Titanen. Bauen wir. Gut, dann fliege ich mit dir halt weiter. Da mal. Yes. So, da bin ich aber am Start. Gut. Passiert hier jetzt was? Nein, hier passiert nichts. Hier oben? Auch nicht. Pff. An enemy planet has been secured. Das macht mir nichts, da gehen wir einfach rein, schauen in den Planeten, bauen ein bisschen um. So, hier zum Beispiel abreißen, das braucht man nicht. Und dann, ja, lassen wir es hier einfach laufen. So, eine kleine Flotte, sie können sich als nützlich erweisen. Ist die hier? Ach. Geht erstmal reparieren.
Flottenmanager. So, wo bist du? Du bist nämlich noch nicht komplett voll. Ach so, ja. Machen wir das so. Armee landen. Hier passiert eh nichts. So, da ist er. Sehr gut. Das nehmen wir doch gerne mit. Die sind fertig, also ready. Ja, ja. So, könnt ihr jetzt endlich zusammenfliegen. Meine Güte. Also, los geht's. Hier hoch. Was kann... Oh, hab ich gar nicht aufgepasst, ey. Verdammt. Runter mit dir. Runter, runter, runter. Uiuiui, ey. Schau, dass hier runterkommst. Und du auch. Sofort. Eieiei, ey. So, jetzt bin ich komplett voll. Ja. Schau, das Gas gibt's, ey. So, die bombardieren. Alle. Nein, die fliegen weiter. Oh, die bleiben erstmal hier. Okay. Was ist denn da los, ey? Abstufen. Braucht man alles nicht. Survivaled. Rekrutieren. Zwei Psionis. Und hier? Hab ich da auch schon was auf dem Planeten? Armee. So, zwei Psionis. Die sind fertig. Yes. Also auch wieder runter. So. Was passiert hier? Momentan noch nichts. Boah, ey. Ist das zäh? Neue Droge! Ah! Muggler auf Jesanix haben eine neue Droge angeführt, von der wir glauben, dass sie irgendwas mit dem Piratengebiet außerhalb des zivilisierten Raums entstanden ist. Die Droge macht nicht nur süchtig, sondern ist auch für die meisten Lebensformen auch tödlich, wenn sie in etwas mehr als kleinere Mengen konsumiert wird. Obwohl die lokalen Behörden tun, was sie können, um die Verbreitung dieser Droge Einhalt zu gewähren, geben es eine Flut von Todesfällen. Ah, ja, ich weiß. So, dann muss ich das anders machen. Dann tue ich dich ersetzen. Dich ersetze ich. Schwierig. Den Psi-Dinger haben wir ja nämlich schon. So, was anderes als... Den hier kann ich ja nicht machen. Aber wir bauen es einfach mal. Wir den hier irgendwie hinbekommen. I don't know it. So, haben wir es jetzt geschafft? So, wir pesen das schnell zurück. Hier rein. Aber irgendwie ist es nicht so, wie es sein sollte, ne? Ah, blödes Hin und Her wegen denen da. Ist das nervig, weil sie so stark sind.
Okay, ein gutes Ziel für Überfälle macht nichts. Alles klar. So, fliegt mal zusammen hier. Sind die in dem Fall okay? Mach mal so. Was ist hier mit dem? Uninteressant ist das. Einfach uninteressant. Runter mit dir. Und du auch. Rein mit dir. Ich könnte einmal im Kreis fliegen, aber das bringt mir einfach nichts. Der ist einfach zu stark. Der ist einfach zu stark, der Typ. Das ist Wahnsinn. Aber die anderen Typen, die machen ja auch nichts dafür. Hier, die drücken uns nach unten. Und die hier drücken uns nach unten. Und der hier unten natürlich auch. Der ist uns herzlich. Oh, das ist natürlich toll. Können wir... Verloren. Bedauerlich. Ja, nehmen wir das. Ich komm schon ganz durcheinander, ey. Furchtbar. Invasion. Hier. Ah, ja. Killerbots. Haben meine Psionis halt auch keine Chance dagegen. Yes. So, wir warten einfach mal ab. Gucken mal. Mehr Leistungen. Was macht der Rest hier? Der haut wieder ab. Der geht wieder. Es bringt mir nichts, wenn ich hier einmal hinten rumfliege. Es bringt mir einfach nichts. Der macht mich trotzdem kaputt deswegen. Das ist die Generator-Welt. Jetzt Kristalle wieder. Was soll ich denn sonst noch machen, ey? Der blockt mich hier hinten. Die gehört mir nicht. Und die gehört mir auch nicht. Hier, abreißen. Weg damit. Oh Mann. So. Verwaltung, da bauen wir natürlich wieder eine. Dann bauen wir da eine. Was machen wir hier hinten gegen die Zweigstelle? Oh. Boah.
Alter Verwalter, ey. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Schwierig, 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 ey. Zwei Sachen da. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Der ist überlegen. Ich kann hier bloß meinen Blocker aufbauen. Und nachher sonst notgedrungen hier über die Erlasse ein paar Sachen hier unten dazu nehmen, dass die mehr aushalten und mehr Power geben. Was mache ich nur? Das ist einfach eine Falle hier hinten. Weglaufen vor dem kann ich auch nicht. Status quo gibt's sowieso nicht. Wollen wir mal abwarten, was hier bei den 100% kommt. Mal abwarten. Ich weiß es nicht. Solange wir wieder mal 10 Jahre Ruhe hätten, dass ich mich hier unten ausbreiten kann. Yes. Unterhalt ist mir ist uninteressant, wenn dann der Zielcomputer. So, den Zielcomputer lasse ich auch schon mal weg. Bevor da irgendein Mist aufspricht. Ablehnen. Hohe Kriegsmüdigkeit. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber der bombt mir meine Flotte weg. Ich kann da nichts machen. Das ist alles nur ein Scharmützel hin und her. Plus minus null, ja. Die Kristalle, es ist soweit. Ich kann es höchstens probieren mit denen, dass ich hier einfach durchlaufe und ein bisschen Unfug mache. Dass ich hier irgendwie hinterkomme. Hier irgendeinen Mist macht da hinten. Weil die Kriegsmüdigkeit, die wird halt nicht besser, ne? Es ist halt so, wie es ist, einfach. In vivo! Xenoforscher auf Yes-Enax haben der lokalen Gesetzgebung einen offenen Brief geschickt, in dem seine Auflockung der Gesetze der
Reglementierung von Experimenten an fast vielen Alien-Spezies fordern. Also sie führen plausible Gründe dafür an, dass die gesamte wissenschaftliche Gemeinde auf Yersinax darunter leiden würde, wenn diese Gesetze nicht überarbeitet werden. Die dahinstehende Moral bleibt fragwürdig. Diese ignorieren oder Ethik. Das Schicksal niederer Wesen kümmert uns wenig. Entfernt xenophob. Boah. Ethik. Fanatisch xenophob. Erlangt entfernt xenophob für Bewohner. Was ist das denn, ey? Fanatisch xenophob. Ach so, jetzt. Entfernt Xenophobie, dann nehmen wir das doch. Ah, hier sind wir voll, ey. Erlasse. Was kriegen wir denn hier oben dazu? Festigung der Grenzen, ist die Baugeschwindigkeit, die Flotten. Techniker, Bergbauer, Forscher. Spirituell, Anziehung, Regierungsethik. Stabilität 5. Nehmen wir es einfach mal. Ah, verdammt, ich hätte hier hinten Ansprüche stellen können. Ah, okay. Warten wir erstmal ab. Gut, das ist die Megalanze. Das ist die Verteidigungsplattformen. Puh. Nehmen wir die Forschungskomplexe hier hinten, oder? Plattform, da komme ich eh nicht hin, ey. Mann, das. Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. So, Ansprüche. Hier habe ich schon ein paar, das ist okay. Das ist da hinten, das will ich gar nicht. Die will ich nicht da hinten, das ist mir egal. Needs, ist Needs mit dabei? Nein. Die nicht da hinten. Die interessieren mich nicht. So, die verbessert und verbessert und verbessert und verbessert. Wieso sehe ich da hinten nicht rein? Müsste ich ja sehen, was da dann ist. Ansprüche. Schinek, wo ist Schinek, ey? Wo ist das? Irim, wo ist Irim? Interessiert mich doch da alles gar nicht. Das ist mir doch egal. Das ist mir doch alles egal. So, jetzt gucken wir erstmal da hinten rein dann. Dark Hole abgeht. So, der ist weg. So. Jetzt kämpfst du auch noch dagegen.
Das hättest du nicht machen sollen. Es ist da einfach überflüssig. So, kurz Pause, dass ich hier lostrudeln kann. So, da haben wir's. So, ist das meiner? Jo. Die ist mein. Baue ich dich hier mit drauf, dass das auch passt. Und hier Techwelt. Die brauche ich nicht. Die ist uninteressant. Die ist auch uninteressant für mich. So. So, du machst Unsinn da hinten, gell? Wahnsinnigen. Super, die ist weg. Yes. Gut, dann gehen wir weiter. Leg erstmal hier hin. Da irgendwo. So. Die machen anderen Mist. So. Kämpf mal dagegen. Vielleicht gewinnst du ja. Das wäre ja ultra witzig. Oh, vielleicht können wir dich auch nochmal verbessern. Nö. Egal. Egal. Okay, das... Ja. Verbessern. Ansprüche... Ja, das sind die, was ich einfach nicht will. Das ist auch gut so. Mich das da oben nicht interessiert. Wieder voll Market. Leer machen. So. Hiervon kaufen. 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 Gut. Forschungsstation geht nicht. Da haben wir noch eine. Da können wir eine bauen. Das da geht nicht. Ja. Verdammt schwierig. Ich bräuchte mehr Power. Aber was ich einfach nicht will, ist... Verdammt. Nein. Hier. Ich will hier jetzt nicht komplett alles verblödeln, wenn ich hier unten... die ganzen, das Zeug mit der Megastruktur und alles haben möchte. Habe ich nämlich keinen Bock hier auf, weiß was ich, wo haben wir es denn, hier, die hier zu machen, galaktische Macht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich da einfach nicht. Miese ist halt, die lassen sich halt auch einfach nicht locken, ey. Das ist so furchtbar. Aber wir gucken jetzt nochmal hier runter. Wir sind uns herzlich.
Das ist noch ein bisschen im Minus. Forschung geht noch ein bisschen runter. Beziehung, ja, lass mal. Handelsabkommen. So, wir gucken mal. Nö. Nö. Das kannst du vergessen. So, machen wir das. Sehr gut. Die haben angenommen. Ja. Und wie viel Akzeptanz ist dann hier noch? Nicht mehr so viel. Okay. Das Forschungsding. Boah. Komm, irgendwas Spannendes wird es doch schon mal noch geben. Soll endlich hier auf 100% gehen, dass ich da wegkomme. Wegkomme von dem hier. Wie schaut es hier drüben aus bei denen? Die weigern sich auch noch extrem. Hier, Rivalen und hier. Ja, wird nicht besser, ne? Aber keine Chance. Wir machen euch schon kaputt. Gut, dem Limit hier wird endlich mal. Können wir es vielleicht endlich mal jetzt hinbekommen haben. Das wäre ja ein richtiger Urtraum. Boom! Drogenfrachter Sturz auf Yesenax. Eine große zivile Frachter wurde vor kurzem der atmosphärischen Einflug auf Yesenax verweigert, nachdem entdeckt wurde, dass es illegale Drogen in diesem Zufrachtslagert. Als der Frachter zur Inspektion aufgefordert wurde, entschied sich sein Kapitän, ein Drogenverrückter, was war, die stattdessen durch den Orbitalbarrikade zu fliegen und zu landen. Der Frachter wurde von der Bodenfeuer unserer Planeten Abwürferrichtung getroffen, stürzt aber in dichten besiedelten Stadtviertel ab. Es gab nur wenige Überlebende auf diese. Oh. Echt jetzt? Toll. Jo. Was haben wir hier? Tote Welt. Können Robots sonst landen? Ja, das ist jetzt, ne? Stellungskrieg hier. Da geht nicht mehr viel. Außer die kommen hier ein Stück näher. Dann kriegen wir das schon noch hin. Aber das da hinten. Das gibt ihm halt ein bisschen eine Power. Aber was mich richtig, richtig nervt. Hier unten, ich bekomme nicht mehr das mit der Legierungsgießerei hin. Dass ich da bessere dann hab. Boah, das ist so nervig. Ah. Nun gut. Dann soll es so hiermit dann da gewesen sein. Stimmt. Da. Grabstufen. Den nehme ich alles weg da oben. Dem nehme ich alles. Ja, super. Ah, verdammt. Zu langsam. So, dann habe ich dem das hier halt zurückgesetzt. Dass der das alles noch bauen muss. Yes, das ist mir aber egal. Das ist mir egal. Hm. Ja, machen wir das. Für die Zukunft. Ansonsten muss ich da zwei Blocker einsetzen. Wenn der mir das hier annimmt, wieder wegnimmt, dann setze ich da einfach einen Blocker hin auf 2. Und dann wird das schon. So, Megabauwesen. Würde ich mir helfen bei der Forschung. Ist nämlich ein bisschen low, aber das ist mir Wurst. Solange der hier unten dann mit uns ein Abkommen, ein Wirtschaftspakt hier annimmt. 32. Mich. Ja, die sind hier. Ich weiß. Aber die bleiben hier so wie sie sind. Machen nichts. Und ich kann auch nichts dagegen tun.
Ich kann jetzt... Oh, nervig. Egal. Ja, toll. Wir belassen das dann hier einfach für die Folge. Ist eh schon 10 Minuten länger wie sonst. Wir warten dann einfach ab, was passiert. Und ich sag, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.